Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme bzw. zu einer neuen Folge UI Talk. Ja, wie beim letzten Mal gewünscht, geht es heute um EU West auf League of Legends bzw. deren Webseite. Ich habe jetzt einmal alle meine Cookies gelöscht, um jetzt sozusagen die Startseite von denen zu erhalten, die jeder Spieler bzw. jeder als erstes bekommt, wenn er diese Seite noch nie vorher aufgehoben hat. Ich möchte einfach so ein bisschen auf die Seite eingehen. Die anderen Unterseiten sehen sehr ähnlich aus, beziehungsweise haben ein bisschen mehr Content, was Neuigkeiten etc. angeht. Ich möchte aber eigentlich auf die Startseite eingehen, weil die Startseite ist halt die Seite, die jeder als erstes sieht. Wie man vielleicht sieht, oben haben wir hier einmal das Logo, darunter läuft ein Video, nämlich das Video von League of Legends, so ein bisschen Gameplay. Oben geht es hier halt zu der Seite von EU West, League of Legends. Da unten wieder das fette kostenlos Spielen und dann geht es halt weiter runter. Das ist im oberen Part. Ich finde, muss tatsächlich sagen, ich finde es echt gelungen mit dem Video. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich denke, das Video im Video fast so einigermaßen scharf aus. Ich muss tatsächlich sagen, auch am Bildschirm sieht es tatsächlich ein bisschen matschig insgesamt ist. Man sieht einfach daran, man hat das Video runtergepixelt. Was halt aber auch, was man machen muss, um sowas auf einer Webseite einzubinden, was ich deswegen auch vollkommen harmlos sehe. Was mich aber unten stört, ist diese Cookie Preferences, die ihr vielleicht hier seht. Die sind irgendwie, hier heißt halt eine Umrandung, die aber hier vorne sozusagen abrupt endet. Ich finde, die sollten eher ein bisschen mehr mittig sein und hier noch ein bisschen Platz zwischen Rand und der Cookie Preferences. Das ist sozusagen das erste, was mir hier an der Seite auffällt und was mich stört. Ansonsten hier super gut, also ein schöner Mittelbar, hier überall halt mit Hintergründen gearbeitet, insgesamt aber stimmig, überall halt das Gold passt hier sehr gut, hier halt diese Farbverläufe im Blau, also wie gesagt insgesamt die Farbe, die Übergänge hier sind sehr stimmig insgesamt. Dann kommen wir nach unten, hier haben wir sozusagen so einen Slider, wo wir sozusagen unsere Kategorie auswählen können. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich auch sehr gelungen. Es hat halt so einen eigenen Stil, gibt es wirklich selten auf irgendwelchen anderen Seiten. Und ist halt, passt halt perfekt halt insgesamt. Ne? Das Gold hier wieder passt zu dem allgoldenen Strich. Es ist klar, erkennt man das hier oben, dass es eine Leiste ist. Ich kann halt eigentlich nichts Schlechtes darüber sagen, auch wenn ich gerne jetzt mal wieder ein bisschen kritisieren möchte. Das ist ja sozusagen das Ziel von UI Talk. Bis jetzt habe ich tatsächlich nur diesen Cookie Preferences Button. Und dann kommen wir ein bisschen weiter runter. Hier auch wieder so ein aufgeteilter Splitscreen. Ja, also insgesamt ist es halt eigentlich sozusagen Bilder aneinander geklatscht auf der Seite, die aber wirklich durch diese goldenen Balken halt und über Verlaufsbalken halt eigentlich klar voneinander abgetrennt sind. Es ist aber insgesamt halt sehr stimmig, weshalb man da halt auch nichts Negatives zu sagen kann. Auch hier, ne, das Bild passt perfekt. Hier geht es dann halt ins Schwarze über. Passen halt sich unten wiederum zu dem Header an. Ach, nicht Header, dem Footer. Footertechnisch würde ich sagen, kann man natürlich nochmal was nachlegen. Da haben wir schon Besseres gesehen bei Digital Ocean etc. Aber hier unten nochmal das USK12 Logo. Denke mal, das ist Pflicht. Ich finde es sehr gelungen. Ja, insgesamt kann man da halt echt nichts Negatives zu sagen. Ja, wie gesagt, also ich würde halt den Preferences Button ändern. Was mir aber gut auffällt, nee, jetzt ist es nicht mehr. Gerade eben war es noch schön, dass es hier umrandet war. Jetzt muss ich tatsächlich wieder sagen, passt nicht. Cool, dass man halt dieses Trust Arc macht, wo man das auswählen kann. Das bieten jetzt ja viele an. Scheiße, aber dass es nicht angepasst wird. Das passt nicht zum generellen Stil. Mir würde hier vielmehr was gefallen, was mit diesem goldenen Rahmen ist. Das würde ich erwarten. Es gab aber an anderen Stellen so ein paar Sachen, die ich gerne mir aufgefallen sind. Das war, glaube ich, hier oben. Ich glaube, das war das Kosten. Nee, dann kommt man hier rüber. Okay, gut. Also insgesamt muss ich sagen, gefällt mir die Seite. Ist gelungen. Wie gesagt, an bestimmten Stellen sieht man, dass es runtergepixelt ist. Hier auch. Das wird wahrscheinlich einfach dazu da sein, damit das dann halt besser an der Seite angepasst wird. Finde ich teilweise hier schon ein bisschen zu kritisch. Hier vorne sieht man halt solche wirklich Abstufungen. Weiß nicht, wie ihr es bei euch seht. Also hier sieht man einfach wirklich richtig Pixel-Fragmente. Heißt meiner Meinung nach, dass sie zu stark die Bilder abgestuft haben. Eine zu starke Kompression gesetzt haben. Ansonsten, ja, halt 0815 Seite, würde ich jetzt mal sagen. 0815 Seite jetzt auch nicht. Also, sie hebt sich schon ab, aber es sind halt an sich Bilder aneinander geklatscht, nur dass man halt das sehr gut die Übergänge gesetzt hat. Ich finde die Seite an sich gelungen. Ich finde aber den Content noch ein bisschen wenig. Also, klar, man sieht jetzt sozusagen das Game, aber
wenn ich jetzt überlege, dass die Seite hier das Game Leech of Legends für mich introducen bzw. erklären soll, bzw. mir zeigen soll, dass es cool ist, ja, finde ich noch ein bisschen Content, fehlt mir ein bisschen Content, was genau ist das? Steige die Rangliste empor, ja wow, das kann ich in dem zweiten Game. Komplett kostenlos, nur dein Können zählt. Ja, weiß nicht. Aber mir fehlt da noch ein bisschen Content. Das ist halt, klar, man catcht wahrscheinlich mit dieser Seite nicht gerade die User, weil die meisten User, die auf die Seite kommen, die wollen halt gerade das Spiel installieren. Prinzipiell kann da aber noch mehr gemacht werden, finde ich, um die User noch so ein bisschen die Attention zu geben. Finde aber sehr gut mit diesem Video-Content, weil dieser Video-Content halt auch mal so ein bisschen mehr Frische in so eine Seite bringt. Insgesamt, ja, bin ich aber doch echt zufrieden mit der Seite. Von daher würde ich einfach sagen, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin die Seite einmal durchgegangen. Das Einzige, was mich wirklich stört, sind die Cookie-Preferences und halt, dass das nicht richtig aufploppt. Ja. Falls ihr sonst noch Vorschläge für Webseiten habt, die ich mal reviewen soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mal wieder ein paar neue Webseiten bekomme, die das nächste Mal in UI-Talk landen. Und wenn ihr dann doch noch andere Sachen habt, die euch zum Beispiel stören, dann doch einfach her in die Kommentare. Und ansonsten, ja, danke fürs Zusehen und über ein Abo oder ein Daumen nach oben, da würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.